Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Auf Klientenwunsch, auf Wunsch aus der Community habe ich heute mal eine Reise vorbereitet, eine Heilmeditation zum Thema Reflux. Ich werde da gleich drauf eingehen, aber vorher mal ein wichtiger Disclaimer. Ich bin kein Arzt. Wenn ich jetzt über körperliche Befindlichkeiten rede, dann rede ich rein aus der energetischen Sicht. Ich habe keinerlei medizinische Bildung und ich betrachte das alles nur aus einer energetischen Sicht. Solltest du tatsächlich Probleme haben in diesem Bereich, empfehle ich natürlich einen Arzt aufzusuchen. Das, was ich so sage, sind so diese energetischen Zusammenhänge, ist so aus dem Analogiedenken raus und nicht aus dem wissenschaftlichen Denken natürlich. Also viel Spaß mit dieser Reise und dieser Meditation dann auch. Ja, der Reflux, wenn man sich das mal vorstellt, das heißt so dieses saure Aufstoßen oder so der Rückfluss der Magensäure so in die Speiseröhre rein, ist ein sehr unangenehmes Leiden und da haben ganz viele meiner Klienten auch immer wieder Probleme damit und ich habe da auch energetisch schon ganz viel gearbeitet. Vom Sitz her kann man sich das vorstellen, energetisch sind wir da in der Ebene des Solarplexus. Solarplexus ist da so Magengegend und da geht es ja auch ganz stark so um ich und die anderen. Und das ist schon mal ein gutes Thema, weil man sagen kann, okay, wenn man jetzt von der Verdauung her Probleme hat, kann es sein, dass man stark von anderen Emotionen oder auch Themen übernimmt, die man dann selber nicht verdauen kann. Also diese Analogie hängt eigentlich im ganzen Verdauungstrakt drinnen. Und da geht es jetzt schon auch darum, dass man schaut, dass man da möglichst ja, einfach bei sich bleibt, einfach möglichst klar bleibt und auf jeden Fall sich abgrenzt halt von den anderen. Nicht, weil die anderen böse sind, sondern was da fehlt, ist einfach so eine gewisse Kühle, eine gewisse Ratio, eine gewisse Vernunft. Ja. Also das wäre eine weitere Analogie zu diesen Magenthemen, zu diesem Ich und die anderen Themen. Das ist so diese Kühle, diese Vernunft, diese Rationalität, wo man sagt, durch die kann ich mich dann auch besser abgrenzen und kann wirklich nur das dann verdauen, was wirklich mir entspricht. Auf einer anderen Ebene ist natürlich so diese Übersäuerung, kann man natürlich ganz viel auch über die Ernährung machen, meistens auch stressbedingt, dass man das Falsche isst, dass man zu viel isst. Also da kann man auf jeden Fall auch nachschauen und das andere ist dann auch noch einmal, so aus dem Medizinischen, wenn man sich das so vorstellt, und das werden wir heute auch bei der Meditation machen, weil so arbeite ich da energetisch dran, wenn man sich das wie ein Dichtungsventil vorstellt beim Magen. Ja? Also wo man sagt, okay, da ist dann die Klappe ist zu und dann kommt die Säure rein und verdaut halt quasi und der ganze Brei, Verdauungsbrei kommt halt dann in den Darm. Dann gibt es bei Leuten so, ich sage jetzt mal, wo die Klappe ein bisschen undicht ist, wo die Klappe nicht gut schließt. Und da kann man eben auch dran arbeiten, dass man unter Anführungszeichen sich vorstellt, da eine neue Dichtung reinzuschrauben. Das klingt jetzt sehr profan, aber es ist im Prinzip energetisch so, wie ich das eigentlich so unter Anführungszeichen so bearbeite, auch in meinen Bilderwelten. Und das funktioniert ganz gut. Ja, wir werden heute jetzt mal eben so eine Heilmeditation gemeinsam machen. Heilung im Sinne des Energetischen, das heißt, das ist eine reine Wellnessreise, hat nichts Medizinisches zu tun. Ich möchte es nochmal erwähnen. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach so aufs Körperliche, auf die Heilenergie, auf den Energiekörper und arbeiten da jetzt an diesem Thema Reflux. Ich wünsche dir eine schöne Reise, eine angenehme Reise. So, wir beginnen jetzt mal. Und du schließt deine Augen und atmest mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug
wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper ist angenehm ruhig und entspannt. Es wird jetzt zuallererst mal bei dir dein Stresskörper bearbeitet. Das heißt, alles, was in deinem Körper, in deinem System an Stress gespeichert ist, wird jetzt zuerst einmal gereinigt und darf sich entspannen. Und du kannst dir diesen Stresskörper einfach mal so ganz grün, fast ein sehr schrilles, grelles Grün vorstellen. Und dieser Stresskörper wird jetzt mal bearbeitet. Und wir beginnen jetzt mal mit einer Grundheilung des Stresskörpers. Das heißt, in dieses ganz intensive, grelle Grün fließen jetzt mal harmonisierende Frequenzen ein. Ein leichtes Orange, ein weiches Gelb, rosarot, Aprikotfarben. Und es ist jetzt auch wichtig, dass dieser Stresskörper von allen Fremdbeeinflussungen gelöst wird. Das heißt, bei deinem Scheitel erscheint jetzt ein dunkelviolettes Licht. Und das ist die Transformationsenergie, die Lösungsenergie von fremden Energien, von weiblichen und von männlichen Personen. Alles, was dir da Stress macht, Emotionen, dürfen sich jetzt lösen. Erlaube dir, dass du erkennst, wie sich dein Stresskörper immer weiter entspannt und sich auch mehr und mehr ganz harmonisch um dich herum schließt. Ein tiefer, tiefer Rückhalt entsteht. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie dein Stresskörper sich reinigt und eine neue Spannkraft erhält. Das ist wie eine Verjüngungskur, kannst du dir das vorstellen. Als würde deine Haut gestrafft werden. Genauso wird jetzt dein Stresskörper einfach gestrafft, kriegt eine gute Spannkraft
und bildet so eine optimale Schutzschicht um deinen Körper, aber vor allem auch um deinen Magen und deinen Solarplexus. Dein Stresskörper ist nun entspannt, ganz klar und in seiner optimalen Schwingung. Und du bedankst dich jetzt mal bei deinem Stresskörper und gehst mit deinem Bewusstsein ein bisschen tiefer Richtung Magen, zu deinem Solarplexus. Und dieser Solarplexus soll jetzt erstrahlen vor Freude und Dankbarkeit. Der Solarplexus, der ganze Magenbereich, soll erstrahlen voller Freude und Dankbarkeit. Und du kannst dir das so vorstellen, als ginge jetzt in deinem Solarplexus die Sonne auf nach einer langen Nacht. Die Sonne geht nach einer langen Nacht auf und beginnt in dir zu erstrahlen. Und sie berührt jeden Aspekt von deinem Magen, der Speiseröhre, von deinem Verdauungstrakt. Und du spürst, wie du dich immer weiter und weiter ausbreitest, wie du immer freier wirst. Und in diesem Schein der Freude, der Dankbarkeit, dürfen sich jetzt alle Entzündungen im Magen, Speiseröhrenbereich lösen. Alles, was da jetzt zu rot ist, unter Stress steht, darf sich jetzt lösen. Jeglicher Druck wird aus diesem Gebiet abgesaugt. Also zwischen Magen und Speiseröhre, da wird jetzt dieser ganze Druck abgesaugt. Und während du spürst, dass die Energie von dir abgesaugt wird, lösen sich auch gleichzeitig alte Ernährungs- und Verdauungsmuster aus deinem Familiensystem, von der mütterlichen und der väterlichen Seite. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass dein Magen und deine Speiseröhre sich entspannen und ganz gut und klar zusammenarbeiten. Lass diese Heilungsenergie jetzt noch ein bisschen laufen.
Und als nächstes großes Gefühlsthema, das zwischen deiner Speiseröhre und deinem Magen gespeichert ist, das ist die Ohnmacht. Ich kann etwas nicht, ich schaffe etwas nicht, es geht etwas nicht. Und dieses Ohnmachtsthema wird jetzt durch die violette Flamme, einfach ein violettes Feuer, transformiert. Und du spürst, dass während dieses violette Licht Speiseröhre, Magen und dann auch weiter Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse den ganzen Bereich reinigt von der Ohnmacht, dass du alle Instrumente in dir hast, alle Talente in dir gespeichert sind, sowohl körperlich als auch psychologisch, dass du allen Widrigkeiten entgegenwirken kannst. Und dass du absolut in deiner Klarheit, in deiner Mitte bist und alles verdauen kannst, was du verdauen möchtest. Du kannst alles verdauen. Und spürst, dass nun Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Magen und auch deine Speiseröhre absolut perfekt zusammenarbeiten. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und jegliche Skepsis, Verzweiflung und Schwäche und Krankheit deines Körpers wird nun abgesaugt. Du spürst, dass du in dir klarer, leichter und würdevoller wirst. Dass du in dir reiner und bewusster wirst. Und während du diese Meditation machst, arbeiten jetzt aus der geistigen Welt Ärzte an deiner Speiseröhre, an dem Magen. Reinigen sämtliche Entzündungssymptome und kontrollieren auch dass da kein Rückfluss entstehen kann, nichts, was dir sauer aufstoßen kann. Das wird absolut nach oben hin abgedichtet. Und du spürst, dass dich alter Stress verlässt. Sämtliche negativen Erfahrungen, sämtlicher Leidensdruck, sämtliche Bauchschmerzen, Magenbeschwerden, sämtlicher Leidensdruck löst sich jetzt. Und du spürst, dass deine Entgiftungsorgane und auch dein Magen, dein Stoffwechsel absolut harmonisch für dich funktionieren.
Und es wird jetzt für dich eine optimale Heilfarbe freigeschaltet, die dir dabei hilft, auch Nahrungsmittel einzuordnen, die dir helfen können, mit deiner Magensäure, mit dem Reflux optimal umzugehen. Einfach die erste Farbe, die dir da einfällt, die lass jetzt einfließen. Und vielleicht fällt dir ja in dieser Farbe ein Lebensmittel ein. Und da kannst du ja mal in der nächsten Zeit das mal einbauen in deine Ernährung. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt die Reinigung, die Weite und die Leichtigkeit in deinem Magenbereich. Und du spürst, dass du diese Heilung, diese Harmonisierung, diesen Ausgleich jetzt zu 100% annehmen konntest. Und du bedankst dich bei deinen Helfern und Führern für die Unterstützung. Du machst dir bewusst, dass jetzt die Heilenergie durch deinen Magen, deine Speiseröhre fließt, dass sämtliche Entzündungen sich lösen, sämtliches Unwohlbefinden jetzt nochmal abgesaugt wird. Und du absolut frei, klar und entspannt bist. Atme nochmal tief ein und wieder aus und lass mit dem nächsten Atemzug die Heilung ganz bewusst in dich fließen, Heilung ein, Anspannung aus, Heilung rein, Reflux raus. Bedanke dich jetzt nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich bei dieser Heilmeditation begleitet haben. Spür nochmal nach und erlaube dir dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Streck dich mal durch, bewege deine Arme und Beine, atme tief ein und wieder aus. Spür nochmal zum Magen, zur Speiseröhre, Solarplexus. Spür, wie viel Energie du bekommen hast, wie klar und kraftvoll dieses Zentrum jetzt ist. Und dann komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit und diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Und du kannst dich natürlich an alles erinnern, was während dieser Reise passiert ist. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, du kannst sie natürlich wiederholen, dann kannst du auch
energetisch gerne so weiterarbeiten. Also mit dieser Anleitung, so kann man energetisch recht gut mit sich selber arbeiten. Wir haben heute eben diesen Bereich Speiseröhre, Magen, Reflux, Magensäure, das bearbeitet auf unterschiedlichen energetischen Ebenen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest eine gute, entspannende, heilsame Reise. Natürlich alles im energetischen Sinn. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video. Vielleicht kennst du ja jemanden, der auch zu tun hat mit dem Magen und mit der Verdauung, weil leider gibt es da ganz, ganz viele Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Erreny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz mit Energetik, die wirkt. Tschüss, bis nächstes Mal.